Hallo Freunde der gefrierten Käfigaktion. Kann mir vielleicht mal jemand erklären, warum alle meine Aktionen zum Scheitern verurteilt sind? Die Viecher brechen durch und eskalieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen wollen. Was könnte man echt? Da durchschießen wir auch nicht. Wir sind sowas von am Arsch. Sowas kommt am Arsch. Wir rennen uns die Bude ein und werden uns total auseinandernehmen. Wir könnten vielleicht versuchen, unser Inventar noch zu sichern. Nehmen wir das mal raus. Auf jeden Fall. Metall ist auch immer gut. Kriegen wir da vielleicht schnell irgendwas ausgebastelt zur Absicherung? Ich glaube nicht. Tja, wir hatten die glorreiche Idee, uns in einen Käfig zu setzen über Nacht. Und wir sehen ja, was wir davon haben. Funktioniert nicht. Hier zu. Hier ist noch sicher. Die Matschrüben rennen uns einfach die Bude ein. Ich dachte, das Metall wäre ein bisschen stabiler. War wohl eine Fehleinschätzung und jetzt haben wir uns selber in die Lage gebracht, dass wir hier uns selber eingekerkert haben. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, die Nacht irgendwie zu überleben. Natürlich eine sehr gute Situation hier. Ach, Hadi. Du und deine Ideen. In diesem verdammten Spiel. Mit diesen verdammt lauten Geräuschen. Und diesen verdammt vielen hier nur Matschrüben. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir haben auch nicht mehr wirklich Munition, um nach rum zu ballern. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen wollen. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir es irgendwie überleben. Es ist ja nicht mehr lange bis um 7 Uhr. Und dann gehen wir an einer Seite raus, locken die Viecher ein bisschen weg und versuchen es vielleicht mit Holzfallen irgendwie, keine Ahnung. Und dann sollten wir uns relativ schnell einen Graben zimmern. Können wir mal schauen, Metall haben wir nicht genug für eine Schaufel, das heißt, wir müssen auf jeden Fall zur Brücke. Spikes sind auch begrenzt. Naja. Aber wir leben noch. Schon mal eine 1000%ige Steigerung. Was macht er da unten? Ha! Den Matschrüben fällt nichts mehr ein. Mal schauen, wo wir rausgehen. Am besten würde ich sagen, an dieser Seite. Da sind nicht so viele von den Hirnlosen. Hättest du wohl gern, wa? Und wenn wir uns dann den Graben hier drum zimmern, dann könnte es vielleicht ja doch was werden. Fällt mir mal gerade so ein. Da fehlt schon wieder ein Pfeiler da hinten. Aber wenn wir den wieder aufbauen, beziehungsweise das Gerüst einmal hier rumziehen, einen Graben ziehen, rundherum, mit Spikes natürlich, dann sind wir vielleicht nicht sicher gegen diese blöden Mücken. Wobei, wir haben ja mittlerweile ein Dach über dem Kopf, dort oben. Wir müssen halt nur noch die Spider-Zombies irgendwie handeln. Das werden wir mal angehen, diese Folge. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Wobei, ich bezweifle, dass überhaupt irgendetwas funktioniert, was ich mir vornehme in diesem Spiel. Haben wir noch was zu essen? Haben wir noch? Nom nom nom. Nom nom nom. Lecker ist es. Geh sterben. Du Arschloch. Entschuldigung. Piep. Das müssen wir definitiv rausschneiden. Na komm, hack's ein, gib mir ein bisschen Metall. Ups. Hier hast du wieder was zu tun. Sehr gut. 7 Uhr. Jetzt gucken wir, dass wir mal hier schnell rauskommen. Wir nehmen am besten diese Seite hier. Ja. Zack. Zack. Ja, wir haben die Nacht überlebt. Man glaubt es kaum. Dann gucken wir mal, dass wir uns der Viecher ein wenig entledigen. Also können wir auch einfach eskalieren lassen.
Seid ihr doof? Hier bin ich. Oh oh. Wir gehen zur Brücke. Wir brauchen noch ein bisschen Metall auf jeden Fall. Waffen oder sowas haben wir ja nicht. Schauen wir mal kurz, wo wir hin müssen. Das sieht gut aus. Vielleicht machen wir einen kleinen Abstecher in die Stadt, um uns nochmal ein bisschen Munition zu besorgen. Wobei ich den Großteil des Tages wirklich dafür nutzen will, mit einer Schaufel da ein bisschen einen Graben, einen Sicherheitsgraben mal zu ziehen. Ich glaube, das geht auf jeden Fall vor. Wir können uns zur Not einfach wieder in den Käfig reinstellen. Und fleißig die Blöcke einfach nachsetzen. Wenn man die ersten Folgen bedenkt, wie wir ängstlich auf einem Dachboden gekauert haben, haben wir mittlerweile schon genug Mut zusammengenommen, um uns einfach mitten in die Pampa in einen Käfig zu setzen und den Viechern ein fröhliches Hallo zu sagen während der Nacht. Und man mag es kaum glauben. Mein Gott, ich habe heute Sprachprobleme. Man mag es kaum glauben, wenn man von der Ferne draufblickt. Aber man muss sagen, es ist doch mittlerweile eine ganz annehmbare Bude geworden dort. Schau mal, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass dieses Ding irgendwann einstürzt. Schön viel Metall wieder am Start. Ja. So, weiter Pfeiler einprügeln. Stürze ein und hinterlasse mir 30 Milliarden Metalle, bitte. Brücken hacken. Sehr gut. Ich habe die Tage mal im Forum gelesen von 7 Days to Die. Ich glaube, das war auf der Entwicklerseite, dass sie überlegen, NPCs einzuführen. Wie auch immer sie das machen wollen. Das wäre natürlich ganz schön, wenn man auch mal mit ein paar Leuten sprechen könnte. Ich bin so einsam in diesem Spiel. Zack, zack. Ja, apropos einsam. Oh, es knistert schon hier. Wenn ihr mal Lust habt, was zu zocken, dann lasst mich das wissen. Dann schreibt das in die Kommentare rein. Vielleicht kommen wir da ja sogar zusammen. Mehr Content für den Channel, da wollen wir uns ja nicht beschweren. Ich bin zwar zeitlich ziemlich ausgebucht, aber vielleicht kriegen wir da mal was hin. Oder nehmt mir einfach ein verdammt gutes Spiel, wo ihr sagt, Hardy, das musst du mal zocken, das will ich sehen, wie du da total verkackst drin. Um dich nachher auszulachen. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben zwar momentan zwei Projekte laufen. Okay, diese Brücke macht einen nicht vertrauenswürdigen Eindruck. Die Frage ist natürlich, wie lange diese Projekte überhaupt noch interessant sind. Das ist das eine. Für mich sind sie natürlich sehr interessant, aber wenn es keiner sehen will, bringt es mir ja auch nichts. Jo. Gut. Bevor wir weiter Müll reden, machen wir uns auf. Wir haben schon wieder 12 Uhr. Jetzt weiß ich nicht, wo das Metall hin ist. Da oben. Zack. Hier bricht nämlich schon wieder alles zusammen. Machen wir jetzt wieder auf zu unserer Bude. Und zwar ratzefatze, dass wir da ein bisschen was absichern können. Wir lassen das mal mit der Munition heute sein. Ein Magazin haben wir ja noch, um uns gegebenenfalls gegen irgendwelche Viecher zu verteidigen, die eventuell fliegen, falls es sowas gibt natürlich. Hust. Aber wir wollen die Zeit nutzen. 7 Stunden haben wir noch, um ein bisschen zu buddeln. Um uns dann wieder in unseren Käfig zu verziehen. Ja, das sieht doch ganz gut aus eigentlich von der Konstruktion her. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, er kann schon wieder nicht mehr. Sticks, haben wir noch Sticks? Müssen wir auch noch haben. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Nein, wir haben keine Sticks mehr. Gibt's doch nicht. Machen wir schnell so. Und so. Ah, es geht wieder nicht. Okay. Was wir am Zeitverplempern hier, das geht mal gar nicht. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Okay. Schaufel, sehr gut. Graben, graben, graben. Buddel, buddel, buddel. Zumindest diese Seite, da kommen ja immer noch recht viele Viecher her. Wollen wir uns ein wenig absichern.
Wir wühlen im Dreck. Vielleicht sollten wir das ganze Ding auch 3 breit machen und 2 hoch. Das wäre schon mal eine ganz gute Sicherung. Aber wir belassen es erstmal bei 2, dann können da schön die Matschrüben reinfallen. Wir können das ja gegebenenfalls noch ausbauen. Ah, ein Wasser. Schnell, schnell, schnell. Uns rennt wirklich die Zeit weg. Also, jetzt weiß ich, wie sich die Leute fühlen, die während einer Zombie-Epidemie irgendwie überleben müssen. Habe ich vollstes Verständnis. Ich bin bei euch, Leute. Solltet ihr das zufällig sehen und mitten in einer Zombie-Apokalypse stecken, dann schickt mir doch mal eine E-Mail. Vielleicht kriegen wir euch da irgendwie supported. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps für mich, wie ich das Ding mal sicher überlebe, dass wir auch nachts mal was ordentliches tun können. Da wir jetzt eine Schaufel haben, habe ich mir auch vorgenommen, in der Nacht nicht einfach nur in diesem Käfig zu sitzen und zu warten, bis die Viecher durchbrechen, sondern ein wenig zu buddeln in diesem Käfig. Lasst euch einfach überraschen. Vielleicht kriegen wir ja unterirdisch eine Art Bunker hin, der vielleicht mal nicht einbricht. Metall haben wir ja jetzt eine ganze Latte wieder, um das Ding abstützen zu können. Oh, ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu weit hier. Ja, aber das macht nichts. Sagen wir, buddeln auf jeden Fall noch weiter, so bis 17 Uhr. Jede Menge Dreck. Und dann werden wir zum Anfang hier Holzfallen setzen. Wir sind zwar noch nicht ganz rum mit dem Graben dann, aber vielleicht bringt uns das ja schon mal weiter. Und zwar jede Menge Holzfallen. Das sieht doch gut aus. Zack, zack, zack. Zack. Ja, ich kann mir eure Gesichter förmlich vorstellen, wie ich in diesem Käfig saß. Ihr hättet mein Gesicht mal sehen sollen. Gute Nachrichten gibt es übrigens, was den Ton angeht. Es wird ein kleines Hardware-Upgrade geben. Nächste Woche, übernächste Woche kommt das wahrscheinlich schon zum Einsatz. Und dann hört ihr mich hoffentlich in Studioqualität. Gnihihi. Muhaha. Ein Wässerchen, was zu futtern, bräuchten wir gleich auch mal. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge auf jeden Fall mal wieder in die Stadt, um uns ein bisschen was, ja, grundsätzlich auszurüsten. So, 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 so. Wie weit sind wir denn hier entfernt? Ja, nehmen wir noch 2, 3 Blöcke, dann haben wir auch ein bisschen Platz, falls wir im Nachhinein nochmal was anschließen wollen an unsere Struktur. Was haben wir hier? Wir brauchen ganz viele Spikes. Dafür brauchen wir ganz viel Plywood. Ganz viele Sticks. Ganz viele angespitzte Sticks. Und jetzt ganz viele Wood Spikes. Ah, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Da ist ein Schatten rechts. Warum auch immer. Wasser, Becken. Okay. Also. Wir brauchen ganz viel Absicherung. Die Zeit, die rennt halt so, ne? Unter Zeitdruck kann ich nie arbeiten. Ich möchte meine Ruhe hier genießen. Oh, sieht das übel aus. Bitte erinnert mich in der nächsten Folge daran, wenn ich da irgendwie durch will, dass dort Spikes im Boden sind. Oh, wir müssen uns wirklich beeilen. So, 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 da auch noch ein, so, so. Okay, jetzt möchte ich hier noch ein paar setzen, um unsere Strukturen ein wenig zu schützen. Ja, alles ist gerade, verdammt, genau das wollte ich vermeiden. Dann gehen wir schon auf die andere Seite. Können wir da ein bisschen was reinsetzen? Wir haben ja genug. Verdammt! Darf mich selber nicht töten. Okay, das ist mir jetzt aber auch schon wieder zu unsicher hier alles. Deswegen schnell hier rum. Ach du Scheiße. Okay. Und dann machen wir das einmal zu. Dort. Und dort. Sehr gut.
Dann sollten wir doch relativ safe fürs Erste sein für die Nacht. Ein bisschen Painkillers. So, perfekt. Wir machen sicherheitshalber nochmal ein paar Metallstreben nach. Ein bisschen Forging Metal. Ja, nehmen wir nicht so viel diesmal. Wer weiß, was wir mit dem Metall noch anfangen können. Und, ach, wir müssen es einmal reinsetzen, dass er das ausgießt. Wo ist es denn? Müssen wir von ganz unten. Wir haben ein Steininventar. Brauchen wir nicht. Soll ich mich hier mit Steinen wehren oder was? So, damit wir auch gegebenenfalls etwas nachsetzen können. Falls die Rostrüben durchbrechen wollen. Und dann fangen wir mal an zu buddeln, würde ich sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass uns das irgendwie einbricht. Ich würde sagen, wir gucken einfach, dass wir ein bisschen hier oben lassen. Verdammt, was war das? Habe ich die Fackel jetzt weggehauen? Okay. Macht nichts. Stellen wir einfach eine neue auf. Sollten wir auch zügig machen, wenn es nämlich dunkel wird hier drin, spawnen die Typen nachher noch hier drin. Einmal, zweimal. Ich bin gespannt, wann die ersten Rüben kommen. Na, der Ton wird schon etwas more creepy. Ich habe vor, hier mich in den Boden ein bisschen einzubuddeln. Wie genau, ja, schauen wir mal. Dann machen wir hier so eine Art Treppe in den Boden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Nicht vergessen, Hardy abstützen. Und dann machen wir es drei hoch. Ich glaube, wir sind da erstmal relativ sicher vor den Viechern. Und brauchen uns keine Sorgen machen, dass sie hier durchkommen. Schauen wir kurz nach. Das Gute, wenn diese Viecher reihenweise sterben, ist auch, dass die FPS oben bleiben. Und das ist noch ein großes Problem, an dem die Entwickler auch arbeiten. Hä? Verdammt. Dass die FPS gegebenenfalls mal in den Keller reinsackt. Da hätte ich vielleicht noch was setzen sollen. Bevor die da durchbrechen. Gut, wir gehen noch ein Stück tiefer in den Boden hinein. Müssen ab und zu mal nach oben. Und schauen, ob da noch alles steht. Diese Seite scheint mir nicht so sicher zu sein, wie es aussieht. Da oben geht gleich wieder Metall runter. Wir stehen wieder noch an welcher Seite. Können wir von dort noch. Ja, aber ich habe da recht wenig Bedenken, dass wir die Nacht überleben werden. Klar hatten sie hier ein bisschen rum. Unser Graben scheint sie nicht so abgeschreckt zu haben. Ich glaube, da muss einfach tiefer sein. Zumindest gibt es nicht so viele, wie es ursprünglich waren. Direkt. Okay, wir gehen mal hier ein Stück in die Wand rein. Ich habe so echt ein bisschen Schiss, dass sie da durchbrechen. Oh Mann, da ist ja wieder was eingebrochen. Au! Okay, jetzt haben wir... Shit. Stabil ist anders. Ich glaube, wir müssen hier wirklich nochmal eine Nacht verbringen und gucken, dass das hier alles hält oben. Aber wir können ja des Weiteren schon mal unten immer wieder ein paar Blöcke wegnehmen. Ich glaube, wir sind relativ sicher. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Eine weitere Nacht in unserem Käfig. Wo ist da jetzt was zu Bruch gegangen? Ei! Shit! Gut, vielleicht doch keine so gute Idee. Die kloppen sich ja dann unten durch die Wände durch. So. Das hier gefällt mir nicht, diese Seite. Das haben sich gerade beruhigt. Gut, wir sind recht sicher hier oben, denke ich, ganz einfach. Und, schauen wir, dass wir in der nächsten Folge unseren Graben ein bisschen weiter basteln. Also, bis gleich!